Ja, schönen guten Tag. Es gibt ein neues Video und alle freuen sich, Mensch, endlich mal wieder ein neues Video. Gott sei Dank ist es Werbung. Ja, ich habe Pakete geschickt bekommen. Ich kann die da gerade sehen. Zwei Pakete von Fürst Alpine, Böhler Welding. Wer das genau ist, das erzähle ich euch gleich. Aber bevor wir hier so ein Unboxing machen können, werde ich hier wohl ein bisschen aufräumen müssen. Vermute ich mal. Denn hier steht noch alles voll. So, wie versprochen, gucken wir mal eben kurz nach, wer Fürst Alpine Böhler Welding ist. Und dafür googeln wir einfach mal Fürst Alpine. Bei Konzern auf Überblick klicken. So, da geht es auch schon zum Organigramm. Und hier beim Organigramm, da sehen wir, dass Fürst Alpine oder die Fürst Alpine AG in 4 Divisionen unterteilt ist. Und hier in der Metal Engineering Division haben wir hier Fürst Alpine Böhler Welding. Und die Leute, die haben mir Pakete geschickt. Und zwar die zwei da. Und da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. So, wollen wir mal reingucken, was hier so los ist. So, was finden wir hier? Klingt wie Stabelektroden. Ja, es sind mitteldick umhüllte Rutil-Stabelektroden, universelle Eignung und Anwendung und eine biegbare Hülle. Sehr stabiler Lichtbogen. Ja, das habe ich so noch nicht oft hinbekommen, aber ich lerne ja noch. Genau, das sind Elektroden, die sind jetzt luftdicht verpackt und deswegen möchte ich sie auch gar nicht auspacken, bis ich sie verwenden werde. Ich werde dazu in einem anderen Video dann, wenn ich sie auspacken werde, mehr darüber erzählen. Und die würde ich jetzt erstmal beiseite legen und weiter auspacken. Ich habe mir ein paar kleine Projekte ausgedacht, wo ich dann, oder überlegt, wo ich dann die verwenden werde. Und da wird es dann auch mehr Infos zu geben. So, was haben wir noch? Weg mit dir. So. Aha. So. Gucken wir mal rein. Eieiei. Ja, das sieht aus nach 15 Kilo Schweißdraht. Oh. Böhler SG3. Klingt auf jeden Fall brauchbar. 1,2 mm im Durchmesser. Und jetzt wird das natürlich spannend. Mein Schweißgerät hat nur eine Aufnahme für eine kleine Spule. Aber wir werden gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Das ist jetzt eine Eigenbauspule. Ich versuche das darauf aufzuspulen und dann zu verwenden. Dazu dann wieder auch in einem eigenen Video dann mehr. Jetzt erstmal beiseite legen und weiter auspacken. Ich werde Platz brauchen. So. Sind wir glücklich? Vincent, sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich. Ja, das macht mich in der Tat sehr glücklich. Das ist der Hammer. Gucken wir mal rein. Und zwar handelt es sich hier wohl ganz, ganz höchstwahrscheinlich um einen Schweißhelm. Ich kann es nämlich sehen.
und den Helm zeige ich euch jetzt mal. Anleitung. Und das ist der Helm. Und der ist schon ziemlich, ziemlich sexy. Und den packen wir jetzt tatsächlich mal sofort aus. Eieiei. Der sieht echt hammermäßig aus. Der ist echt richtig, richtig schick. Richtig, ist der Wahnsinn. Echt toll. Da will ich jetzt natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Da gibt es auch wieder ein eigenes Video drüber, aber ich kann euch verraten, der hat es in sich. Der ist echt der Hammer. Freue ich mich sehr drüber. Ja. Gucken wir uns dann auch demnächst mal an. Wie geht's weiter? Genau, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt dann zwei Projekte mache, wo geschweißt wird. In jedem Video wird natürlich auch der Helm getragen. Und ja, an dieser Stelle bleibt gespannt. Es kommen neue Videos, versprochen. Momentan habe ich nicht so viel Zeit. Das Boot möchte auch noch ins Wasser. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr vielen Dank an Fürst Alpine Böhler Welding. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, denke ich mal, damit zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln und die dann auch mit euch zu teilen. Jo.